liebe Gäste, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier bei uns im Küchencenter in der Gourmet-Kochschule. Ich freue mich, dass wir heute jetzt hier alle so zusammengekommen sind. Ich weiß, was es gibt, Sie noch nicht, aber es lohnt sich. Ich bin ganz ehrlich, es ist nicht mein Terrain hier in der Küche, aber ich glaube, wir werden sicherlich einige versteckte Talente heute entdecken, bei jedermann wahrscheinlich. Ich freue mich auch einfach auf diesen tollen Abend mit euch allen zusammen und bin gespannt, was wir dann nachher auf dem Tisch haben. Das ist heute das erste Event in diesem neuen Format, wie es so schön heißt. Also Helden am Herd, weil wir sagen, alle Unterstützer, die uns helfen, sind Helden, Helden am Alltag und sie können auch zum Helden am Herd werden. Ja, was ist hier eigentlich los? Das frage ich mich eben manchmal auch. Wir sind im Küchenstudio Möbelhaus Hesse und im Hintergrund versuchen ganz viele Leute ein super leckeres Menü zu zaubern. Und ich bin jetzt Gott sei Dank einen Moment raus, weil kochen kann ich nicht. Ich denke, Aktion Kindertraum ist wirklich ein ganz, ganz wertvolles Projekt, nenne ich es mal, weil es natürlich auch sehr langfristig angelegt ist. Und wir möchten gerne auch mit unserer Marke Saldoro unseren Teil dazu beitragen, einfach um Kinderaugen wieder ganz glücklich zu sehen. Und finden das ganz toll, was die Rote Friese auf die Beine stellt und auch schon so lange einfach schon macht. Und deswegen sind wir ganz froh und stolz, als neuer Partner auch dabei sein zu dürfen. Ja, die Helden am Herd haben gerufen. Wir wollten eine schöne Kochveranstaltung machen mit allen Sponsoren und allen Partnern von Helden am Herd. Ich habe dann zu Frau Friese gesagt, klar, das machen wir. Es gibt eine Suppe, es werden Nudeln zubereitet, es gibt eine tolle Ente und eine Welpenspeise als Dessert. Alle machen mit, sehr kommunikativ, ein wunderbarer Abend.